Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot und Blattgrün Solink Nuzlocke Challenge mit dem 2290 und mir. Ja, wir sind zurück nach zwei Wochen der letzten Aufnahme, die wir haben. Also wir kamen nicht dazu, Leute, Tut uns leid, dass wir in der Woche warten mussten, bis der nächste Part, bis der nächste Part kommt. Ja. Passiert halt auch mal, ne? Richtig, weil ich war auf der Gamescom und wir kamen davor nicht mehr zum Aufnehmen, leider, und ja. Und kurz danach auch nicht. Richtig, war alles ein bisschen stressig, jetzt sind wir wieder zurück, wir sind back. Back in the hood. Richtig, wir sind back. The boys are back, ne? Richtig. Die Shy Guys, die schüchternen Boys sind zurück. Genau, die schüchternen Boys. Und wir haben viele Informationen verbreitet, und zwar... brauchen wir, der Train zeigt es hier ganz schön, wir brauchen... Vergesst Tafelwasser, Sprudel vergesst und den Tafelwasser, ganzen schmeckt anderen eh nach, Müll. Schmeckt eh nach Müll. Nach Müll. Wir brauchen... wo ist es denn? So, gucken, ich zeige es euch. Wir brauchen das. Das. Ein aromatischer Tee, der von einer alten Dame zubereitet wird. Auch großer Durst wird damit gelöscht. Richtig. Den kriegt im Pokémon-Haus in der von Grand Freak. Ist in der Prismania City Villa im ersten Stock. Steht auf einem Schild, was die Villa ist, dann holt euch den Tee einfach von der Oma und wir gehen jetzt nach Saffronia City. Ja, komm, weg hier. Oh, dieser Tee, der riecht so lecker. Hä, kann ich ihn haben? Wow, das ist nett, danke. Ja, stirb doch, Alter. Falls du nach Saffronia City möchtest, dann darfst du passieren. Danke. Im Original war das ein ganz Original, gibt man ihm nicht eine Whiskyflasche oder so? Ich hab keine Ahnung. Tipps für Tricks. Oh Gott, ja, der Superball ist besser als der Pokéball. Dankeschön. Das Erste, was ich jetzt mache, ist erstmal hier mir Psychokinese holen. Ich weiß nämlich, genau, Psychokinese wird hier unten wahrscheinlich sein, glaube ich, soweit ich weiß. Du suchst das hier, oder? Ja, moin! Das ist Psychokinese, Alter. Aber wem wollen wir das beibringen? Und ich habe einen Kommentar erhalten. Ich weiß doch nicht mehr, von wem das war. Ich kann da den Namen nicht merken. Nice! Aber ich soll mein Bisaflor Erdbeben beibringen, denn Bisaflor ist zumindest immun gegen Gift. Das und stimmt. Und die Bodenattacke ist stark gegen Gift. Also, wir müssen mal umgucken, wo wir Erdbeben bekommen. Erdbeben bekommen wir von Giovanni nach der 8. Arena. Ach du Scheiße. Also, das dauert noch ein bisschen, weil ich suche ja auch Erdbeben ganz verzweifelt. Hier, Psychokinese. Wem möchte ich das beibringen? Gengar müsste das doch können, ne? Aber Gengar ist kein Psycho-Pokémon, das lohnt sich nicht. Gengar kriegt ja, aber Psycho ist doch stark gegen Psycho in der dritten Gen, oder nicht? Nein, Psycho ist stark nicht gegen mehr? Geist. Nicht, aber nicht mehr? Nicht mehr, nein, gar nicht. Irgendwo war da aber Psycho gegen Psycho stark. Nicht, dass ich wüsste. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. So, wir brauchen uns hier nicht umgucken. Alles ist vom Team Rocket abgesperrt, sehe ich gerade. Doch, oben bei der Ollen. Wir werden in diese Kampfarena warte, hier warte, gehen. Warte, warte, bevor du da reingehst. Achso, Alter. Alles abgesperrt. Wir kommen nicht auch hier oben? Ja. Oh. Ja, lass doch mal in den Pokémon-Markt reingehen. In den Supermarkt? Okay. Wieso benutze ich eigentlich... Ach ja, Leute, ich habe meinen Controller gewechselt. Ich spiele nicht mehr mit dem 360-Controller. Jetzt ist mein Pro-Controller. Guck mal, ist durchsichtig. Nice. Mein Pro-Controller ist jetzt mein Controller für Spielen. So. Superball. Hypertrank. Haben die Hypertränke? Ja. Ja, moin. Geht doch. Gleich mal 10 Stück gönnen. Gleich mal 20 Stück gönnen, Alter. Belibär, oh nee. Topschutz. Auch nice. Ja, Topschutz gönne ich mir auch gleich nochmal mindestens 10 Mal. So, das reicht erstmal. Hyperheiler. Da habe ich noch genug. Genau. So, und dann wollen wir in die... Übertränke. Dann wollen wir in die Kampfarena gehen. Gleich. Ich warte noch auf dem Mikro, bevor ich die... Hast du deine Wolke, beziehungsweise dein Gas vorne gepackt? Mein Big Fart. Sollte ich mal tun, genau. Ne? Jetzt, wo du sagst. Ja, aber die werden wahrscheinlich... Wieso steht eigentlich die Tür offen? Weißt du das? Keine Ahnung. Lass uns da einfach reingehen. Die haben wahrscheinlich alle hier Gesichte, ne? Stimmt, ich werde drum. Doppelkämpfe. Haja, und Befugnis dazu. Nein, keine Doppelkämpfe. Aber kurz hintereinander. Ja, wir müssen wieder eine Menge Kämpfe machen, Leute. Shigeru Miyamoto. Ja, hier kannst du ja kleine Trivia erzählen. Wenn du möchtest. Shigeru Miyamoto ist der Entwickler von Mario. Ja.
Die, ja. die Typen, die alle hier drinne sind, sind nach Entwicklern bei Nintendo benannt, ne? Glaube ich. Ja. Also ich weiß, ob alle Gesichter so sind. Diese Huans, Alter. Die können alle Gesichter, ich schwör. Du schwörst? Miyamoto, Shigeru hat gerade wirklich Gesichter eingesetzt. Hm. Ist etwas belastend, ne? Was will er denn jetzt mit diesem Affen, Alter? Oh. Es fehlen halt gerade so krass die, Ja, moin, Alter. Gleich mal ein Viertel meines Lebens weg. Dank Geowurf, weil... Big Mach Fart, nicht diesen! Weil Big Fart ein richtiger Fettsack ist. Kein Fettshaming hier, ne? Wir reden nicht über deine Mutter oder so. Oh, ich sollte rausswitchen. Rasaf ist... nicht gut. Ich gehe zu Spongy, Alter. Oh, Rasaf stark. Raserei? Gut, macht nichts. Ich wechsle auch hier ein. Das ist Stab, das ist sehr effektiv. Du dürftest so tot sein. Boy. Ja, moin, tschüss. Und damit ist Spongy 41. Sehr geil. Nice. Geowurf und Mist. Boy ist aber leicht. Boy ist ein leichtes Pokémon. Sollte nicht allzu viel machen. Finte, ne? Oder Biss. Finte oder Biss? Das ist... Zerschneider auf Zerschneider kriegst du den Stab-Bonus, ne? Die Sache ist halt die, aber Undicht ist doch stark gegen Normal, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, nein. Och, scheiße, ich muss gleich in den nächsten Kampf. Ich greife Biss an. Nicht so effektiv. Nicht gut. Ich wusste das, ja. Du musst Boy rausswitchen. Weiß ich, ist mir bekannt, ist mir bewusst. Ich wollte nur probieren. Boy wird seine Chance kriegen in der Sylph Company. Mit Sicherheit. Oh, komm jetzt, oh, komm, Kami, mach den mal weg kurz. Der hast nervt, du kein Flug-Pokémon? Bitte, du kannst verarschen. Du kannst du killst alle meine Flug-Pokémon und dann fragst du mich, ob ich Flug-Pokémon habe. Ja, gut, wir haben noch Flug-Pokémon in der Box, ne? Ja, das stimmt. Scheiße, Macholo ist halt mega, der hat halt eine gute Def. Das ist voll scheiße. Aber Big Fart hat Level 37 erreicht, Alter, nice. Krass. Und was jetzt? Marshock. Ja, moin. Soll sehr gut sein, beweis es mir. Und wer ist das? Wie heißt der Typ? Wie heißt der? Satoru Iwata. Das ist Iwata. Möge er in Frieden ruhen. Ja. Iwata, wir vermissen dich alle. Wenigstens hat Gerade jetzt, wo die Switch ein Erfolg ist, ne? Ja. Ja. Aber die Switch war doch eh sein Konzept, glaube ich, ne? Ja, glaub auch. Wir werden dich alle vermissen, Iwata. Volltreffer, nice. Du wirst gut gemacht, Furzwolke. Du wirst in unserem Herzen bleiben, Furzwolke. Ich meine, Iwata. Furzwolke doch nicht, scheiß auf Furzwolke. Aber wieso sind die alle so bulky? Das ist eine richtig gute Frage. Ich habe keine Ahnung, warum die so bulky sind. Weiß ich nicht. Ich habe noch 19 Supertränke, die kann ich noch verschwenden. So, heil mal. Alter, das ist doch nicht normal. Na, aber du sollst nicht Tankenrock heilen, Alter. Vergeltung? Nicht diesen, Alter. Töte nicht. Wir haben schon lange kein Pokémon mehr verloren. Und ich würde gerne, dass das so bleibt. Ja, ich auch. Und gerade Furzwolke solltest du nicht verlieren. Furzwolke wird in der Pokémon-Liga noch extrem wichtig. So, Iwata, Nixes. Du hast sie gerade noch geheilt, ne? Naja, Oma. Ja, klar. Ich will ja nicht, dass Furzwolke verreckt. Ich meine, Big Fart verreckt. Finsterfaust. Bitte, Rasaf, du kannst kein Gesichte, oder? Die können alle Gesichte, ich schwör's dir. Er setzt nur Energiefokus ein, das juckt mich nicht. Zumindest in meiner verfluchten, im Flohmarkt auf dem Mülleimer gefundene Edition. Die Müll-Edition. Pass auf, nicht, dass du noch so einen Mythos erlebst wie Ben Drowned, Alter. Pass auf, Alter. Also, was bringt dir Raserei, Alter? Du, ich bin ein Geist. Du Trottel solltest erstmal Gesichter einsetzen. Bitte schlag dich selbst. Edmund. Rasaf, du bist nur ein Affe. Warte mal, es gibt auch einen Entwickler, der heißt Edmund. Oh Gott, wie... Edmund Macmillan, war das... Kann sein, das war doch der von Rare. Ja, kann sein, dass das Edmund Macmillan ist. Oh Gott, das müsst ihr nachgucken. Der gute Edmund, Alter.
Egmund. Egmund. Der Eggman. Der Eggman, ja. Stopp, der zieh deine Eggman. Schuhe aus. Ich will das neue Sonic Redesign sehen, ne? Was haben sie mit Sonic ich gemacht auch. Eigentlich? Ich bin da voll gespannt drauf. Melvin. Wer ist Melvin? Melvin? Ja. Nach welchem Entwickler ist der benannt? Wer nennt sein Kind Melvin? Das ist halt auch die Frage. Du musst das M gegen ein K austauschen und das L wegnehmen. Das M und das L haben ihn das Leben gerettet, sonst wird er Kevin heißen. Es gibt Leute, ja gut, da hast du recht, aber weißt du, was ich richtig merkwürdig finde? Leute, die heißen einfach Kelvin. Was ist das denn? Ja, ist das eine Fusion aus Melvin und Kevin? Wer nennt sein Kind denn Kelvin, Alter? Heißt ja, das frage ich auch nicht. Heißt das ist doch hier, Kelvin ist doch eine Gradmessung, oder nicht? Heißt so nicht einer von diesen Idioten von den Prank Bros, heißt er nicht Kelvin? Keine Ahnung. Wenn ich mich da richtig erinnere. Oh, hör mal bloß auf, Alter. Stopp, zieh deine Schuhe aus. Wahrscheinlich hat er einen Fußfetisch, ne? Wahrscheinlich will er eher testen, ob du Fußpilz hast. Na gut, den Melvin. Ist aber auch eine Fusion aus Kelvin und Marvin, ne? Irgendwie sowas, ja, wenn. Diese Namen meine sind so Güte. Dumm, ne? Ja, Bigfart, hättest du den Crit nicht in der ersten Runde machen können, du Fettsack? Kein Fettshaming hier. Nee. So, dann bin ich für den Letzten. Es geht los. Willkommen! Du willst jetzt schon? Ich dachte, du wartest auf mich. Ich warte auf dich, wenn ich das Pokémon auswähle. Ach so. So, aber die Pokémon sind eh schon entschieden. Und ja, die Pokémon sind eh schon entschieden. Junichi Masuda, Alter. Natürlich. Tatsächlich. Der gute Masuda. Ist Masuda nicht der Präsident von Nintendo? Von Pokémon? Nee, ich glaube von Game Freak. Also der entwickelt halt, der ist halt Producer von... Ja, das ist Game Freak. Ich meine ja bei Game Freak. Nicht Pokémon Company, sondern Game Freak. Willensleser? Kick die Gegner zielt auch. Kannst du ja gerne machen, Alter. Wenn du Turmkick machst, geht er daneben und du stirbst. ja, aber dank Masuda haben wir es auch schön... Dem haben wir es auch schön zu verdanken, dass wir nicht alle Pokémon in Sword and Shield bekommen. Danke. Danke, Masuda. Mhm. Hast du gut verkackt, Alter. Naja... Hier, wusstet ihr, Leute? Nocturne und Kickli sind nach... Ach, ist gut jetzt. Heißt rückwärts gelesen und Natter. Cool. Nein, die sind nach Jackie Chan und Jet Li benannt. Haben wir es nicht schon mal gesagt? Kann sein, haben wir das im Projekt schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Also die sind nicht nach... Leute, schreibt es in die Kommentare, falls wir es schon einmal erwähnt haben. Richtig. Ich nicht nach denen nachempfunden, sondern... Doch, die sind denen nachempfunden, aber nicht von den Namen her, sondern nur von den Pokémon her. Und schreibt auch bitte mal in die Kommentare, wie oft wir es noch erwähnen werden. Richtig. Beziehungsweise mal Counter. Für Arbok und Cobra. Macht mal einen Counter. Ein Arbok und Cobra-Counter, wie oft werden wir diese Trivia hier bringen. Ja. Wusstest du, dass Retter an rückwärts Natter heißt? Wusstest du, dass Kickli eigentlich nie schläft, wegen seinen Augenringen? Ja, aber das gleiche trifft auf Gara zu. Ja, er ist halt Gara als Lee. Ja, als Pokémon. Genau, als Pokémon. Nur ohne Sand. Ja, genau, nur ohne Sand und ohne die Trittstärke. Masuda, was machst du da? Der gute Junichi, Alter, ne? Der gute Junichi, ey. Ich sag's dir, Junichi steht auf Furzwolk. Der kann Fire Punch, Alter, aber er kann zum Glück nichts, was dir Schaden macht, weil Gengar hat eine gute Spätstef. Ja. Ja, mach nicht diesen! Es war nur ein Crit, aber keine Sorge, Furzwolke hat eine richtig gute Spätstef. Der dürfte jetzt wieder nichts. Ja moin, Kritte zweimal hintereinander, läuft bei dir! Meine Edi. Verflucht, im Müll gefunden, auf dem Flohmarkt. Ja. Von einem alten Mann, den man nie wieder gefunden hat, weil er dann einfach, weil alle dann gesagt haben, er sei 10 Jahren tot. Abgangspunkt, oh, ist wahnsinnig? Nein. Willst du deine Furzwolke opfern? Vielleicht. Das tust du nicht. Schwör's dir. Nein. Oh, das wäre sehr geil, wenn man so eine Moves einfach mal beibringt, ne? So. Wenn das Pflicht ist in der Soul Link. Du kannst dir das linke Pokémon nehmen, das ist Kickli. Nocturne nehme ich. Nice.
So, die Spitznamen. Oh. Oh Gott. Ich habe mir noch gar nicht überlegt. Du? Auch nicht. Er sieht halt aus wie so ein Sack Kartoffeln, ich ne? Ich weiß, wie ich ihn nenne. Ich hoffe, das passt. Alles, was mir einfällt, wäre rassistisch. Warum? Guck mal, wie ich ihn nenne. Klitschko. Klitschko, Alter. Oh, das ist ja so langweilig, Alter. Ist doch egal. Mm. Kann ich mir noch Kikli nehmen? Er sagte ein Pokémon. Ja. Hi, bleib doch hier und trainiere Karate. Oh, fuck you, Alter. Nein. Aber ich habe ja auch eine gute Idee. Das ist ja fast genauso wie kreativ wie deins, Alter. Nur ist das nur Boxer leider nicht. Er ist halt der Rocky. So, fertig. Du hättest ihn auch Rock Lee nennen können. Nee, nee, das wär's doof. Der macht doch nur Ach, egal. Der macht doch nur Taijutsu. Ja, eben. Aber trotzdem. Rocky Balboa, aber der boxt nicht. Der boxt, der kickt nicht, meine ich. Kannst sagen, ne? Erstmal ins Pokémon Center und wir haben leider noch 5 Minuten. Das heißt, wir gehen doch schon in deinem Part. In die Sylph Company. Du weißt, dass da viele Normal-Pokémon, dass viele Gift-Pokémon und Normal-Pokémon bei sich haben, ne? Also viele Radfratz, Taubsis, Golbats. Leute, wir haben es lange genug hinter uns her, vor uns hergeschoben. Ja, jetzt müssen wir rein, ne? Jetzt müssen wir leider in die Sylph Company, ja. Sylph Company. Und was wir euch versprechen können, hier wartet Zacke auf uns. Oh ja. Und Giovanni, dieser Rüpel. Wir können den Aufzug noch nicht verwenden. Nee, wir vernehmen erstmal jede Etage einzeln, ne? Echt jetzt? Jetzt schon der erste Rocket-Rüpel, Alter. Ach, bist du runtergegangen? Hey, Balk, was machst du hier? Die sind eine Minute drin und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also, so richtig... Oh, der hat 5 Pokémon! Oh, was? Ja, moin! Oh, ernsthaft? Oh, mein Big Fart ist besser im Spätzangriff als deins. Ja. Pass also bloß auf. Wenigstens gehen die Pokémon relativ schnell down, Leute. Ich sag's euch. Wenn ihr die Sylph Company auf dem Emulator spielt, verschnellert den ganzen Scheiß. Dann seid ihr besser dran als wir. Skip den Scheiß einfach. Wäre geil, wenn es möglich wäre. Ne? Leider ist die Arena dicht, solange wir die nicht besiegen. Wir sagen euch, Leute, das wird länger gehen als die Route vor Fuxana City. Ja. Das sage ich euch. Ach du Kacke, was haben wir angefangen? Wir hatten keine Wahl. Hätten wir nicht vorher irgendwie sterben können oder so? Nein, ich würde die gerne schaffen, die Naslok. Nein, der ist normal. Ich kann ihn ja nicht treffen mit Geistattacken. Echt nicht? Nein, da kann ich nicht. Der hat Nagaline, Alter. Nee, Nagaline oder Nagaline? Das ist scheißegal, ist halt eine Ratte. Dann Tankenrock. Radikal. Ich hab nur Geistattacken. Weißt du, was richtig Pokémon unfair wäre? Wenn jetzt einer der Trainer ein Shiny hat, Alter. Schaufler, Alter. Tankenrock outspeedet immer noch, du Lappen. Was machst du jetzt, hä? Rutenschlag, Alter. Lell. Was für eine Ratte, Alter, ne? Ja, yeah, kriegst mal einen richtigen Schlag, Alter. Du kriegst eine Schaufel in die Fresse, Alter. Hyperzahn. Weg mit dir. Das tut weh, ne? Das tut weh. Das ist eine tote Ratte. Ich bin ein Versager. Ja, das bist du tatsächlich. Sogar ein ziemlich großer Versager. Oh, hier kommen die nächsten Rocket-Rübel, aber ich würde sagen... Na! Was würdest du sagen, dass wir nachdem wir jetzt den Kampf der Pappen... Ich wollte eigentlich sagen, dass wir vor dem Kampf werden, aber er hat sich umgedreht, als ich durchlaufen wollte. Dieser Bastard! Ja, der gehört zum Glück nur 2 Dracosso. Nice. Ja, das ist tatsächlich mal ein gutes Pokémon. Trotzdem bist du ein Versager. Also ich meine den Rocket-Rübel, ne? Also wir müssen hier auf jeden Fall jeden Gegner mitnehmen, sonst, ne... Weißt du, ne? Ja. Und ich habe mir es gemerkt, du bist der, der als erstes ins Hacker reinläuft.
Ja, ja, genau, ich weiß Bescheid. Ja. Wegen dem Lavandia-Turm. Ja, aber wir kennen Zuckers Pokémon schon. Aber bei Miko hat er ein Garados und bei mir ein Arcani wahrscheinlich. Was für unfair ist. Ja, für mich leichter, ne? Weil ich kann schön Karpfen einsetzen. Aber du hast Bäume mit Donnerblitz. Naja, ich habe auch hier Bisaflor, ne? Ist auch Pflanzenattacke, ist ja, genau. Auch schnell weg. Das Wechseln ist halt nur doof, ne? Weil man halt nicht hier wechselnd kämpft. Richtig, aber das gehört zu der Nuzlocke dazu. Leider Gottes. So, wir haben diesen Lappen besiegt. Der diamantförmigen Felder sind Teleporter. Danke, du Lappen. So. Eine Art Hightech-Transportsystem. Hätte ich auch gerne, wirklich. So, dreh dich mal um, Rocket Rüppel. Ich möchte deine Frau sein. So, ich bin bereit. Bei dir steht er oben, bei mir steht er hier. Ja, ich habe ihn umgedreht. Wir drehen uns so cool die Rücken zu. Ja, genau. So, das war der Part bei mir, ne? Ja. Keine Ahnung. Bei mir geht's nächste Runde nur mit der Sylph Company weiter. Oh, ich hab so keine. Aber ich freue mich, deine Thumbnail-Gestaltung, da freue ich mich drauf. Ich werde so kreativ Rocket so richtig verunstalten, Alter. Mach das. Oder ich packe. Im nächsten Part sehen wir einen verunstalteten Rocket Rüppel. Genau. Mal gucken, was ich mir einfallen lasse. Vielleicht packe ich auch einen schönen Sprite drauf. Mal schauen. Wird sich zeigen. Also, Leute. Miku darf euch auf Wiedersehen sagen. Darf ich das? Ja. Nice. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Part bei Train. Alles hier in Endcard. Playlist ist in Endcard verlinkt. Da seht ihr alle vergangenen Parts. Like ist gerne gesehen und ein Abo wäre auch nice. Mehr müsst ihr aber nicht. Aber wenn ihr verfolgen wollt, müsst ihr, ne, damit ihr sofort immer seht, ne, ihr werdet sogar benachrichtigt, wenn ihr die Glocke aktiviert und so ein Shit und so weiter. Das richtig. YouTube ist so wirr. Was soll die ganze Kacke? Das ist voll dumm. Naja, gut. Bis zum nächsten Part. Ja. Oder einen Tschüss. Tschüss.